Ein Auszug aus meinem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter. Frauen, die publizieren, die Politik machen, die mit ihren Werken in der Öffentlichkeit stehen, sind häufiger Bedrohungen ausgesetzt als Männer, die das Gleiche tun. Und sie sind anderen Bedrohungen ausgesetzt als Künstler und Publizisten. In einem Interview mit Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, erklärt die Geschäftsführerin von Hate Aid, einer Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt, es geht darum, dass eine Frau sich erdreistet, in einer Männerdomäne eine exponierte Stellung einzunehmen. Natürlich werden deine Kollegen hart angegriffen, aber nicht, weil sie Männer sind. Denen droht auch niemand mit sexueller Gewalt, um sie wieder gefügig zu machen. Die Autorin Michelle Lötzner veröffentlichte ein Essay zu alleinerziehender Elternschaft und kündigte dieses auf Instagram an mit den Worten: Ich hatte Angst. Angst davor, in eine Schublade gesteckt zu werden. Denn Journalistinnen, die über Mutterschaft schreiben, werden ganz schnell nur noch zu diesem Thema um Texte gebeten. Aber das war nicht der einzige Grund. Ich kann gut damit leben, dass ein paar Menschen meine Arbeit trollen. Aber ich möchte meiner Familie das nicht zumuten, also habe ich Vorkehrungen getroffen. Viele. Als Frau ist es immer ein Abwägen. Mache ich das jetzt oder wird es für mich gefährlich?